Die mache ich lieber auch unschädlich. Mehr finde ich nicht. Die mache ich lieber auch unschädlich. Verdammt richtig.
Das kannst du laut sagen, Pane. Thank you.
Schätze, ich habe alles eingesammelt. Das ist alles. Ein Funkraum. Ich kann den Bombern erst Bescheid geben, wenn ich die Produktionsstätte ausgeschaltet habe. Die mache ich lieber auch unschädlich. Das waren alle Raketen. Staffel noch nicht rufen. Ich hab noch zu tun.
aber sie wird sehr nützlich sein. Was sind Hitlers Pläne für seine neuen Spielzeuge? Ich muss hinter ihre Strategie kommen. Ich sollte den Bombenangriff einleiten. Mutterhenne, hier Rotfuchs. Beste Grüße. Wiederhole, beste Grüße nach Allagra. Eigentlich wollte ich nur den Engel. Hätte nicht gedacht, dass die Partisanen ihr folgen würden. Sie folgten, weil sie ihnen Hoffnung gegeben hat. Und starben als Helden. Hoffnung ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Friedrich Nietzsche. General Böhm, nehme ich an. Die übelsten Schrecken sind form- und gestaltlos. Wenn niemand weiß, wer ich bin, kann ich sein, wer immer ich will. Ich kann manipulieren. Ich kann verhindern, entdeckt zu werden. Ich kann ein Mensch sein. Oh. Oder ein Monster. Dorfmann oder Böhm? Ja, ganz recht. Wir haben Kessler und die Fabrikanlage ist zerstört. Kessler ist tot, bevor er den Alliierten nützlich sein kann. Und ihre kleine, Sabotage in der Produktionsanlage, nun ja. Es ist zu spät. Ja, beginnen werde ich mit der USS Anchan. Der berühmte General Eisenhower. Ich hole mir die alliierte Flotte.
Schiff für Schiff. Operation Avalanche ist am Ende, noch bevor sie begann. Und, oh, das war noch nicht alles. Noch, lange nicht. Bringt sie rein hier! Ich hab versagt, Karl. Hab alle enttäuscht. Besonders meinen Vater. Ja. Sehen Sie, es gibt keine Hoffnung. Nein, nicht mehr. Nun, wir werden sie foltern. Oh ja. Und Sie werden dabei zusehen, Lieutenant. Ein winziger Funke genügt. Immer schön auf den Motor zielen. Erwischt.
sollte reichen. Zeit zu gehen. Die Flotte, darunter Eisenhowers Kommandoschiff, war gerettet. Avalanche ist aufgegangen. Die 5. US und die britische 8. Armee kämpfen sich das italienische Festland hinauf. Der Engel war tot. Aber der Funke, den sie entzündet hatte, breitete sich schnell aus und ebnete den Weg für die Alliierten. Aber der Weg nach Rom sollte gefährlich werden. Bevor wir die Gotenstellung, die deutsche Hauptverteidigungslinie, nach einem Jahr durchbrechen konnten. Sie haben es allein geschafft, die Stadtbewohner. Sie haben aufgeräumt, bevor die 5. Armee da war. Ein Funke hat genügt. Apropos, ich hoffe, die 617. Staffel hat Ihnen nicht den Arsch versenkt. Sagen wir einfach, es war knapp. Ich dachte, ich hätte ein wenig mehr Spielraum. Karl, wir beide sind entbehrlich, das wissen Sie doch. Nicht wie Ihr Mann dort. Der Professor macht's nicht mehr lange. Wir versuchen, aus ihm rauszuholen, was wir können. Aber ich schweife ab. Was ist mit Ihnen, Karl? Was haben Sie jetzt vor? Der Retter von Ike Eisenhower. Wuhuiii. Das USS könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Soll das ein Angebot sein? Warum nicht? Ich denke drüber nach. Tun Sie das. Aber warten Sie nicht zu lange. Es geht um den Sieg. Ganz richtig.